Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Und ihr seht schon, es geht heute wieder um Orbis oder Wasserperlen. Ich habe hier so ein paar bunte und ja, ich habe über Instagram eine Anfrage bekommen, ob ich mal testen könnte, was passiert, wenn man Orbis oder Wasserperlen in die Mikrowelle gibt. Und ich dachte, ja, warum nicht? Ich habe hier noch so ein paar und ich teste das einfach mal. Ich werde sie gleich einfach mal für eine Minute bei ca. 800 Watt in die Mikrowelle geben. In dieser Glasschüssel, also mit dem Glas, passiert nichts. Und ich gebe auf jeden Fall einen Teller darüber. Falls sie wirklich platzen sollten und das Ganze eine Riesenschweinerei ist, ist wenigstens dann nur die Schale von innen schmutzig und nicht die ganze Mikrowelle. Und ja, jetzt teste ich das Ganze einfach mal. Die Perlen und der Teller sind jetzt zurück und die Perlen sind richtig heiß geworden und sie sind nass. Sie haben auf jeden Fall Wasser abgegeben und ihr seht, sie sind auch kleiner geworden. Die Innenseite ist hier komplett nass, der Teller von unten auch. Und was man noch sehen kann ist, sie haben hier so Risse bekommen, sind also so leicht gesprungen und ich denke, wenn sie länger in der Mikrowelle bleiben, gehen sie einfach kaputt. Wie auch beim Einfrieren, wo ich nachher einfach nur noch kleine Bröckelchen hatte. Sie verlieren auf jeden Fall Flüssigkeit und schrumpfen wieder, aber sie gehen höchstwahrscheinlich auch komplett kaputt. Deswegen mache ich es jetzt nicht weiter. Es ist nicht wirklich empfehlenswert. Ihr könnt sie so also nicht wieder komplett austrocknen und habt dann wieder die kleinen Perlchen, sondern sie gehen euch vorher auf jeden Fall kaputt, weil sie hier diese Risse bekommen. Und dann habt ihr nur noch Krümel und Matsche und das ist einfach schade drum. Also es empfiehlt sich nicht, macht es nicht nach. Es ist kein wirklich nennenswerter Effekt da, sie werden warm, aber wirklich warme Orbisperlen wüsste ich jetzt nicht, wofür man die brauchen könnte. Aber ja, den Versuch war es auf jeden Fall wert. Vielen Dank für den Vorschlag. Wenn ihr noch andere Vorschläge oder Ideen habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ich probiere gerne noch das eine oder andere mit den Orbis oder mit den Wasserperlen für euch aus. Also alles einfach unten reinschreiben. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, bei Twitter, Instagram, Facebook oder auch bei Snapchat mal bei uns vorbeizuschauen. Da freuen wir uns natürlich auch. Oder lasst uns einfach hier ein Abo da, dann seht ihr in Zukunft noch viele weitere Videos von uns. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!